Yes, Master. Right. Moin, Figurensuchtis, und willkommen zurück bei Chris T. Mit heute mit einer Figur, die mich selber extrem überrascht hat, von Hasbro. Erstmal vielen Dank an Hasbro, die mir diese Figur zur Verfügung gestellt haben als Review-Zweck. Wie gesagt, die Figur habt ihr ja schon gesehen vorher in dem kleinen Thumbnailchen und im Titel natürlich. Ich glaube, die Figur ist eine der wenigen, die im Vorfeld sehr viel polarisiert hat und zu Verwirrung gestiftet hat. Also, warum, komme ich gleich zu. Aber erstmal das gute Stück, der Hyper-Realistic Darth Vader von Hasbro. Was ein Brett. Also, der erste Eindruck ist natürlich extrem cool, wegen der Verpackung allein schon. Also, da hat sich Hasbro ein bisschen was Interessantes überlegt. Die Verpackung ist sehr verrückt. Deswegen fangen wir mit der Packung auch mal an. Also, wenn wir uns jetzt die Packung komplett angucken, es ist so wie so ein Trapez. Ihr habt an der Seite ein Sichtfenster, wo Darth Vader quasi rausguckt. Man sieht nicht viel, weil das Licht da nicht so geil reinscheint. Aber dazu können wir das Ding aufmachen. Wenn wir die Rückseite anschauen, haben wir diese, das ist so meine Lieblingspose, die mit der Figur möglich ist. Und natürlich ein paar interessante Randdetails, warum das Ding jetzt so toll ist. Andere Seite noch mal ein bisschen Information und ein anderes Bildchen. Vorne natürlich High Gloss. Also das finde ich sehr cool, dass dieser Darth Vader in so High Gloss gedruckt ist. Wenn wir die ganze Geschichte jetzt aufmachen, ist ein bisschen schwierig zu sehen. Darth Vader sehr schick. In der Mitte noch ein paar Bildchen. Und auf der anderen Seite, sehr verschwenderisch, wie ich finde, die Ersatzhände. Es sind echt nicht wenige. 2, 4, 6, 7 Ersatzhände plus ein Force-Effekt. Den sehen wir nachher nochmal, was das eigentlich ist. Für alle die es nicht gesehen haben, es ist der Empire Strikes Back Vader oder das Imperium schlägt zurück Vader. Ja, ist ein bisschen von der Bemalung ein bisschen anders, der Helm ist ein ganz klein wenig anders, aber Hammer. Ich habe ein Foto gemacht von dem Helm und in dem Helm kann man mich mit der Kamera sehen. Also nicht im Helm selber, sondern in den Augen. Boah, also richtig krass. Finde ich extrem cool. So. Bevor wir jetzt weiter rumdülzen, auspacken. So, aus der Box draußen haben wir zwei Sheets, also zwei Trays. Das Witzige ist, ich habe ja schon mal ausgepackt, Vader ist nicht, wie ihr das normalerweise kennt, mit diesen Plastik-Sicherungsstreifen festgemacht oder mit diesen Metallösen zusammengezüllt. Nein, es ist so quasi schwarzes Paketband. Also Hasbro geht da ganz klein wenig in die Umweltschiene. Also ganz klein wenig. Der Rest ist ja immer noch Plastik. Aber immerhin. So, was ist noch dabei? Zwei Zettel. Einmal so ein, ja, das interessiert mich überhaupt nicht, von wegen, gefährlich. Und der andere ist so eine riesen Anleitung. Guckt euch die mal an. Eigentlich ist das gar keine Anleitung. Das ist einfach nur ein Pflegehinweis, was ihr mit dem, oder was wir den Vader pflegen müsst oder könnt. Denn das Cape bedarf einer besonderen Pflege. Also mit einem feuchten Tuch abwischen, das war's. So, etwas nicht so spektakuläres, aber trotzdem sehr cool, dass es dabei ist, ist eine Base. Und zwar ist das, ja, so ein bisschen von der, kann man sagen, von der Carbon Freeze Chamber. Auf jeden Fall ein Teil eines Kreises. Das heißt, es kommt noch mehr davon. Denn auf jeden Fall ist angekündigt, und das sieht man auch schon, ein dazu passender Luke Skywalker. Wenn ihr euch die Base mal anschaut, seht ihr hier so Löcher drin. Die haben ja auch einen Sinn. Jetzt ist bei dem Vader unten an Füßen sind auch Löcher, also warum? Ganz einfach, wenn ihr umdreht, wir haben hier drei Pins, die wir einfach rauslösen können, dann auf der einen Seite reinstecken, je nachdem wo ihr den Vader halt positionieren wollt, und dann den Vader halt draufstellen. Das finde ich sehr gut gelöst, da fliegen diese Pins nicht durch die Gegend und die brechen nicht so leicht ab, wenn die so fest sind. Gibt ja genug Base von früher, wo die Pins so quasi in diese Form reingegossen wurden und dann knack, oh, kaputt, blöd, da passiert euch das nicht. Ist halt wirklich leicht und man kann viel machen, man kann auch eine LED hin unten rein machen und bis vielleicht noch ein Plexiglas ein gelbes, dann ist es noch ein bisschen cooler vom Effekt her. Aber es ist wie gesagt eine Base, die dabei ist. Zubehör. Ich mache erstmal das Zubehör und dann kommen die Figur. Wie gesagt, wir haben hier einige Hände. Wir haben hier die Force-Hand, also hier diese Push-Hand. Da könnt ihr auch diesen Force-Effekt, den ihr seht, draut einbauen. Das Geile ist, auf der anderen Seite, hier ist so ein kleiner Pin. Da ist das Loch in der Hand.
Und es ist ein Handabdruck eingegossen. Das heißt, ihr könnt gar keine falsche Hand nehmen, abgesehen davon, dass es nur eine Hand gibt mit einem Loch. Ihr könnt die auch nicht falsch einsetzen, weil es genau passt. Und dann ist das super. Tschu. Ich gehe davon aus, es kann mehrere Sachen sein. Es könnte eigentlich so ein Force Push. Es könnte ein Force Push sein. Oder aber zum Beispiel, wo Darth Vader, Leia und Han Solo zum Essen bittet. Und Han Solo böserweise mit seinem Blaster einfach losballert. Und er so, zack, den Laserstrahl abprallen lässt. Das könnte man machen, wie man möchte. Oder könnt ihr euch hinstellen, wie ihr wollt. Dann natürlich seine Choking Hand. Also diesen hier. Dann zwei verschiedene offene Hände für Laserschwert. Dann standardmäßig hat er zwei Fäuste, also das ist gar nichts, also eine Faust. Und Pointing, also hier dieses, hey du da. Ihr habt eine Menge Möglichkeiten, allein diese Hände, es ist schon verrückt, was da alles mit drin ist. Nichts fehlen darf das Laserschwert. Das Laserschwert ist natürlich auch dabei. Darth Vaders rote Laserschwert. Ihr könnt die Klinge abmachen. Tada. Dann könnt ihr das Laserschwert bei Darth Vader auch am Gürtel, er hat eine Vorrichtung dafür, an den Gürtel hängen. Der Haken am Gürtel ist aus sehr weichem Plastik. Das heißt, ihr müsst da schon ein bisschen rumtricksen, ihr könnt das auch am Lichtschwert ein bisschen biegen, dass das da richtig reingreift und dass es dann auch stehen bleibt. Ich betitel diese Figur nicht als Spielzeug, also es ist keine Figur, mit der man spielen sollte. Man kann natürlich, aber ich würde es nicht machen. Dafür ist sie echt zu teuer. Wo wir jetzt gerade mal direkt zum Preisrange kommen. Also die Figur. Interessanterweise, am Anfang gab es direkt bei Amazon so einen Preissturz. Die war gelistet ab 102 Euro. Dann war sie auf 90 Euro. Und dann wurde sie verkauft im Vorverkauf für knappe 40. Also alle, die das Ding im Vorverkauf bestellt haben für 40 Euro, habt alles gut gemacht. Jetzt ist sie mittlerweile wieder hochgegangen. Und ganz ehrlich, ich verstehe warum. Das Ding ist wirklich hochwertig verarbeitet und es sieht mega gut aus. Das Cape finde ich ein bisschen interessant. Es ist auch extrem groß. Das können wir auch abnehmen. Also es ist ein riesen Cape. Und der Stoff ist jetzt nicht so super dick. Man kann, also wenn ich jetzt den, das ist noch Spandex-mäßig. Man kann durchgucken, wenn man etwas straff zieht. Man kann aber auch sehr viel damit machen. Vom Posing her. Kommen wir gleich mal zum ersten Teil, was extrem auffällt. Wenn ihr Darth Vader zum ersten Mal in der Hand habt, wird ihr merken, der Anzug ist so richtig aus Gummi. Also ihr seht auch, wenn man hier mit dem Daumen oder mit den Fingern, das Teil ist aus Gummi. Die Arme, die Beine, der ganze Anzug ist aus Gummi. Jetzt kommt leider eine Sache, wo ich sagen muss, oh, da habe ich ein bisschen Bedenken bei. Denn wer von euch oder wenn jemand von euch Hot Toys Figuren gesammelt hat oder sammelt und ihr euch mal ein, zwei, drei Jahre zurückerinnert, es gab bei Hot Toys auch Figuren, meistens Frauen gewesen, also so Wonder Woman und so weiter oder Gamora, die haben auch eine Gummihaut gehabt, so seamless, damit man die Gelenke nicht sieht. Sieht geil aus, keine Frage. Ich habe jetzt die Bedenken, hier drin ist ein Metallskelett. Also Vader komplett in Metall, innen drin, also das Skelett. Wenn man zu oft bewegt oder zu oft post oder natürlich auch je nachdem, wie lange man den irgendwo stehen lässt mit der Zeit, kann, ich weiß es nicht, ob es so ist, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gummi irgendwann einreißt oder einreißen könnte. Ich kann es nicht bestätigen, ich kann es nicht dementieren, mir konnte keiner was dazu sagen. Es könnte so sein. Wenn ihr, wie gesagt, diese Hot Toys Figuren habt, wisst ihr, was ich meine. Also wenn ihr sehr oft das Bein hinherknickt, kann sein, dass es hier unten einreißt und dann ist das Gummi kaputt. Das ist nicht schön. Aber bis dahin haben wir Spaß mit dem Vader. Genau. Kaputt machen. Auseinandernehmen. Tada! Und schon ist der Vader tot. Also wir haben einmal das Oberteil, den Torso mit dem Rock. Also ich nehme jetzt meinen Umhang so hoch. Dann haben wir hier den, ihr seht das hier, den Rock. Und wir haben den Unterteil mit den Beinen. Hier seht ihr auch jetzt hier den Metallpropfen oben, also ihr habt zwei Teile. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir weiter, wir können das weitermachen. Also ich kann auch noch den Kopf abnehmen. Ach, so, jetzt haben wir den Kopf ab. Das Witzige ist, das ist zum allerersten Mal so. Hier oben ist ein Metallpin. Hier drin ist noch ein Kunststoffpin, der, also ein
ja, ein Kugelgelenk-Pin, der oben drauf ploppt. Bis jetzt ist der immer drauf geblieben. Das ist das allererste Mal, dass er rausploppt. Also in dem Helm selber ist jetzt dieser Kunststoff-Pin. Dann haben wir hier das Cape. Also das ist wirklich groß. Es ist echt nicht klein. Ich leg's mal jetzt hier dazu. Was sehr interessant ist, wie ich finde, also ihr könnt das Ding komplett auseinandernehmen. Ihr könnt jetzt hier den Gürtel, also die Hose, das Knäuel könnt ihr rausnehmen. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, aber da es ja ein Review-Figürchen ist, das ich gekriegt habe, kann ich ja mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass es fest ist. Die Brustplatte, also die Rüstung an sich, ist ein Stück. Die ist vorne reingedrückt und festgeklebt, denke ich mal. Die Schultern sind damit auch verarbeitet. Also ihr habt ein komplettes Teil. Deswegen, wenn ihr die Arme hochnimmt, das passt, alles, passt sich alles dementsprechend auch an. Jetzt komme ich mal zur Beweglichkeit. Ich lasse erst den Kopf erstmal weg, weil das sehen wir gleich. Also zu den Armen. Ihr könnt, wie gesagt, ihr müsst alles ausprobieren. Das Skelett ist sehr, ich sage jetzt nicht schwergängig, aber es geht schon etwas, ich finde es super. Es ist nicht so wie dieses, so diese Kunststoffgelenke manchmal, wo ihr dann das Ding rotieren kann. Es ist wirklich sehr schwer und bleibt auch dann in der Position, wo ihr es habt. Ihr habt einen Ellbogen, ihr könnt den ganzen Arm drehen. Also ihr hört auch dieses, da sind Gelenke drin, also so Zahnräder drin, die so knack, knack, knack machen. Dann den Oberkörper können wir etwas drehen, vor und zurück. Den können wir bewegen. Zu den Beinen, die können wir also richtig weit auseinander machen. Ihr könnt einen Spagat machen, ihr könnt die ein bisschen eindrehen, ihr könnt die Knie richtig schön beugen. Und die Füße auch extra noch. Bei den Füßen müsst ihr dann aufpassen, wenn ihr die nach vorne macht. Ihr habt natürlich diese Schienbeinschoner dran, die ich sehr klasse finde, weil die auch im Hochglanz sind. Das sieht super stimmig aus. Also Beweglichkeit ist richtig krass und die Gelenke sind auch richtig gut gemacht. Ihr müsst euch da ein bisschen überwinden, wenn ihr die Hand abnehmt. Abnehmen ist einfach. Dran machen ist ein bisschen tricky, ist auch ein bisschen schwierig, weil die Pins ein bisschen mal ab und zu zur Seite abhauen können. Und es ist dann wirklich jetzt schwer, die Dinger da reinzudrücken, aber es funktioniert. Okay, jetzt habe ich mal ein paar, zwei andere Hände drauf gemacht. Jetzt kommen wir mal zum Punkt, den ich jetzt nicht so geil finde. Keine Angst, der Kopf kommt noch, den ich nicht so gut finde. Das Ding ist ein richtig, also ist eine teure Figur. Sieht auch, ne, hat super Funktion, finde ich mega, mega gut. Was ich jetzt nicht verstehe von Hasbro, kann ich echt nicht nachvollziehen. Wir haben dieses coole Cape und dann habt ihr auch diese nachgebildete Darth Vader Kette. Die ist aus Plastik. Also wirklich aus Plastik. Also das verstehe ich nicht. Warum macht man da nicht dann Nägel mit Köpfen und benutzt Metall? Ich meine, wir haben ein komplettes Metallskelett. Wir haben Bewegungspunkte ohne Ende. Wir haben gummierte Anzugshaut und richtig, richtig hyperrealistische Sachen. Das ist überhaupt nicht realistisch. Dieser eine Punkt hier ist absolut nicht realistisch. Das Ding sollte aus Metall sein. Meine Meinung. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ich finde das als Kunststoff, nö, finde ich nicht so geil. Kopf. Er hat einen Helm auf. Was erwartet ihr? Und natürlich auch die Rüstung. Also vor und zurück geht ein bisschen. Durch den zweiten Pin im Kopf, also diesen, er hat den Metallpin, da oben drauf diesen Kunststoffpin und dann im Helm ist halt eben der Ansatzpunkt. Könnt ihr ein bisschen so nach vorne gucken lassen. Nach hinten, also oben, unten geht schwierig, aber ihr könnt ihn natürlich 360 Grad drehen lassen. Und der Helm sieht mega aus. Ich zeig's euch hier, das Ding sieht Hammer aus. Auch die verschiedenen Farbtöne mit dem Silber unten drunter. Das ist echt richtig gut geworden. Das Ding feiere ich wie nur was. Fasse ich mal zusammen. Beweglichkeit top. Aussehen wow. Zubehör, was dabei ist. Bam.
Ich finde es, also ich kann es nochmal, Entschuldigung, ich muss nochmal reingrätschen, und zwar diese Effekte. Ob es jetzt Power sind, ob es Overwatch-Figuren sind oder eben jetzt Darth Vader. Ich finde es cool, dass Hasbro mittlerweile solche Effektteile mit reinsetzt. Ich finde sowas wichtig bei Figuren. Zum Posen, zum Spielen, wenn man damit spielen möchte, ist das auf jeden Fall wichtig. Gut, die Figur, wie gesagt, Preis-Range, nicht zum Spielen gedacht, aber gut. Jetzt kommen wir mal zur Größe. Das ist nämlich auch so ein kleines Pünktchen, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber okay, also Vader steht. Der ist jetzt knappe 24 cm hoch. Jetzt haben wir hier mal einen Black Series Stormtrooper daneben. Ist schon mickrig, ne? Ist echt viel kleiner. Und wenn wir jetzt den hier zunehmen. Ich habe nur Trooper, ich habe keine Vader, tut mir leid. Und 12-Inch wäre natürlich noch ein bisschen größer. 12-Inch wäre dann hier. Also das ist so eine Zwischengröße. Ich weiß jetzt nicht, warum Hasbro auf einmal anfängt, eine Zwischengröße einzuführen, die... Also ich fand die schon groß und die finde ich immer noch super, die Black Series. Aber warum jetzt Hasbro auf einmal diese Zwischengröße von 23 oder 24 cm einführt, vielleicht ist es einfacher, die herzustellen und besser zu sculpten, weil je größer eine Figur, desto mehr Details kannst du rausarbeiten. Aber jetzt so nochmal eine neue Linie mit neuen Maßen reinbringen, verstehe ich nicht ganz. Ist ein bisschen verwirrend. Ich würde mir trotzdem wünschen, wenn Hasbro oder das damit Erfolg hat, die ist super gemacht. Also davon abgesehen, sie ist echt mega gut gemacht. Ich würde mir für einen Trooper wünschen. Hasbro, bitte, ein Trooper bitte. Mindestens. Und ein Sand Trooper und ein Biker Scout und überhaupt und ein Snow Trooper und ah! Das ist jetzt wirklich die Überraschungsfigur des Jahres von Hasbro für mich, weil ich damit überhaupt nicht geredet habe. Ich habe es auch relativ spät mitgekriegt, dass es ein Hyperreal Darth Vader gibt, wo ich das gelesen habe, dachte ich, Hyperreal, was ist denn das für ein bescheuerter Name? Aber er passt wirklich gut. Er ist wirklich hyper-realistic. Bis auf eben diese Kleinigkeit mit dieser Kette, die mich ein bisschen stört. Die Kette aus Metall fände ich besser als so bei so einer Figur eine Plastikkette. Kann ich nicht ganz so nachvollziehen, aber trotzdem ist die Figur mega. Man kann so viel Posen rausholen. Ihr könnt das Ding alle 2 Wochen umbauen oder anders hinstellen. Wenn ihr Vader-Fan seid, kauft euch diese Figur wirklich. Das ist eine Kaufempfehlung von mir. Schaut, dass ihr einen guten Preis dafür kriegt. Also die 30 Euro, 40 Euro, die es am Anfang gab von Amazon, die werdet ihr wahrscheinlich eher nicht mehr so kriegen. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und könnt ihr für euch günstig schießen. Ich hoffe, dass es nicht nur diesen Luke Skywalker gibt im Bestman-Outfit, der mit Darth Vader dann rumtänzelt, sondern dass es dann auch ein paar mehr davon gibt. Ich weiß, sie sind ein bisschen teurer, aber er sieht einfach echt stark aus. Vielleicht, wenn man sich was wünschen kann, vielleicht noch so einen kleinen LED in den Lichtschwertern drin, das wäre natürlich noch mega. Also für Customizer auf jeden Fall eine geile Idee. Noch eine LED reinknasteln. Ansonsten, ich bin von der Figur wirklich begeistert. Bis auf die Bedenken mit dem Kunststoff, beziehungsweise mit diesem Gummi, dass es eventuell sein kann, ich weiß es ja nicht, dass es mit der Zeit das Ding porös oder bricht, wenn man es zu oft bewegt oder sonst was. Man sollte denken, dass sie eigentlich daraus gelernt haben und an das Material ein bisschen verstärkt haben. Ich weiß es nicht. Deswegen, Gefahr besteht. Ich hoffe aber, es passiert nicht. Ich möchte aber wissen, was ihr jetzt über Darth Vader denkt. Sagt ihr, hey, das ist echt eine coole Figur? Will ich mir mal angucken, vielleicht kaufe ich mir diese auch oder habt ihr die selber schon? Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine mit der Kette und dem Saum und so weiter? Oder habt ihr andere Vorschläge, was man verbessern könnte, was man verbessert hätte sollen? Was sagt ihr zu Base? Einfach mal unten in die Kommentare, würde mich mega interessieren, was ihr dazu dacht. Und lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr die Videos von mir mögt, lasst ein Abo da, klickt die Glocke, damit ihr immer up to date seid
und unterstützt den Kanal. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis dahin, sage ich mal, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Figurensuchtis.